So, wir sind jetzt in einer ganz speziellen Gegend angekommen, nämlich der Gegend, in der ich nach der Scheidung meiner Eltern aufgewachsen bin. Nämlich, man möchte es kaum glauben, aber ein Plattenbau. Ja, der Platz, wo ich das allererste Mal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Dreck gefressen habe. Wir befinden uns hier in meinem ehemaligen Zeitungsaustraggebiet. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Ferran und in diesem Video, dann nehme ich dich mit auf eine Reise in die Vergangenheit, nämlich in die Vergangenheit von mir selber. Und ich möchte dir zeigen, wie ich es persönlich geschafft habe, Multimillionär zu werden. Ich bin jetzt gerade in München, lebe ja normalerweise in Dubai im Burj Khalifa, habe Multimillionen schon verdient mit dem Internet, bin 32 Jahre alt aktuell und ich möchte dich wirklich hier auf eine private, intime Reise mitnehmen in meine Vergangenheit von Kindesalter bis zum Erwachsenenalter, was mich hier geprägt hat und was mich eben auch zu dem gemacht hat, der ich heute bin. Und es soll dir auch als Inspiration und als auch als Anschub dienen, dass du eben auch ein paar Ideen bekommst, wie du das eben auch umsetzen kannst, wie du, egal in welcher Situation du gerade bist, eben das Ganze auch umsetzen kannst. Wir schauen uns jetzt mal ganz kurz einen kleinen Einblick in meinen Geschäftsideenordner an und dann gehen wir raus und ich zeige dir die Orte, die mich geprägt haben in meiner Kindheit, in meiner Jugend und mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin. Dieser Geschäftsideenordner, ganz, ganz spannend, ist, glaube ich, nochmal Material für ein gesamtes Video. Da sind super viele Zettel drin mit Ideen, die ich schon als Jugendlicher hatte, wie man Geld verdienen kann. Ob es jetzt online sein musste oder offline, ganz egal, aber ganz viele Ideen hatte ich, weil ich ständig darüber nachgedacht habe, wie kann man denn Geld verdienen. Da sind zum Beispiel so Sachen dabei wie Alltagsprodukte kostenlos versenden, durch Werbedruck finanzieren und so weiter. Also zum Beispiel, dass man, was weiß ich, Klopapier kostenlos versendet an Leute und das Ganze finanziert mit Gewinn natürlich, indem man dort dann zum Beispiel QR-Codes draufdruckt oder irgendwelche Werbepostings macht dazu und so weiter. Also ganz interessante Idee. Was haben wir noch? Sammelkarten mit den besten Pumpersprüchen, also so eine Art Quartett mit den aktuellen Fitness-Influencern und so weiter. Pflanzenwerbung, also bioads.de oder sowas, also dass man eben auf Pflanzen Werbung druckt, natürlich das Ganze umweltverträglich und sind noch so viele andere Ideen hier drin, unter anderem eben auch die Idee, die mich damals zu dem gebracht hat, wer ich heute bin, nämlich ein erfolgreicher YouTuber und ich bin sehr, sehr gespannt, ob euch das auch interessiert. Wir begeben uns jetzt gleich raus, aber wenn ihr noch ein komplettes Video zu diesen Ideenordner haben wollt, da sind unfassbar viele Ideen drin, hunderte, wirklich. Ja, dann gebt gerne mal einen Daumen nach oben da schon mal für das Video und schreibt das auch gerne in die Kommentare. Und dann mache ich dazu gerne auch nochmal ein komplettes, ausführliches Video. Und wir starten jetzt nach draußen und ich nehme euch mit in meine Vergangenheit. So, wir befinden uns hier in meinem ehemaligen Zeitungsaustraggebiet. Und ich habe mich ein bisschen untergestellt, denn wie damals ist es auch heute. Dieses Blatt halte ich in der Hand, nämlich das Münchner Wochenblatt. Das habe ich auch damals ausgeteilt. Ja, und auch damals hat schon übel geregnet und das sehr, sehr oft, denn München ist ja jetzt nicht immer das beste Wetter und auch bei Schnee, Hagel, sonst was war ich draußen und habe das eben verteilt, denn letztendlich, du musst das an einem speziellen Tag verteilen, weil die, ich glaube, die kommen immer samstags und mittwochs war das, ich habe Samstag und Mittwoch ausgeteilt, habe da pro Stunde ungefähr, ja, wenn man es runterrechnet, roundabout 5 Euro verdient, wobei da noch viel Arbeit davor war, zum Beispiel. Ja, die haben das bei mir vor der Haustür quasi abgeliefert. Das heißt, ein Riesenpack mit 1200 Zeitungen. Und ich habe das dann eben in meinen kleinen Wagen gemacht. Jetzt zum Beispiel wie in diesem Wagen hier. Und habe dann letztendlich die hier in dieser Strecke hier ausgeteilt. Und das Ganze, du siehst das schon, hier ist ein größeres Haus. Das heißt, hier hast du mal so 100 Wohneinheiten drin. Da war es relativ einfach. Da schmeißt du einfach in den Gang. Oder musst halt auch in jeden einzelnen Briefkasten was reinmachen. Aber ansonsten ist das hier eine relativ mittelständische Gegend. Das heißt, viele Einfamilienhäuser. Und dann bist du natürlich auch ewig unterwegs. Aber wie gesagt, es hilft auch nichts, wenn es regnet oder schneit. Wenn Mittwoch ist oder Samstag ist, muss das ausgeteilt werden. Jetzt die Quintessenz. Hat mir das was gebracht? Finanziell? Ja, schon, weil es waren dann, wie gesagt, pro Stunde so ungefähr 5 Euro, die ich da bekommen habe. Ich war da immer jeden Mittwoch, jeden Samstag ungefähr 3 Stunden unterwegs, wobei Vorbereitungszeit natürlich auch noch dabei war. Also das heißt so roundabout 4 Stunden, die ich da immer investiert habe und hat pro Stunde ungefähr 5 Euro bekommen, wenn man das runterrechnet. Finanziell in dem Alter, das habe ich mit 14 Jahren gemacht, war das natürlich schon viel Geld für mich, aber letztendlich natürlich jetzt nicht so viel Geld. Würde ich das meinen Kindern selber jetzt, wenn ich Kinder habe, eben auch nochmal so an die Hand legen und sagen, hey hier Junior, bitte einmal Münchner Wochenblatt austeilen oder sonstige Zeitung. Das lohnt sich ja finanziell jetzt eigentlich nicht so sehr, wenn man jetzt mal sieht, okay, ich habe jetzt persönlich Millionen auf dem Konto, dem wird es gut gehen oder meinen Kindern, weiß ich ja noch nicht, alles, was die Zukunft herbringt. Würde ich das trotzdem machen? Ja, ich würde es machen, weil es hat mir persönlich zum Beispiel auch gebracht, dass ich einfach mehr Bezug zu Geld hatte. Mit 14 Jahren bist du noch nicht so wirklich finanziell intelligent oder ja, weißt du nicht so richtig, was mit Geld anzufangen. Klar, jeder 14-Jährige wird sich wahrscheinlich ein Jet kaufen und ein Rennauto und sonst was, aber
Geld verdienen und auch wirklich wissen, den Euro wertzuschätzen. Das ist eine Sache, die habe ich dadurch gelernt. Weil wenn ich weiß, hey, das Ding kostet 5 Euro, die DVD zum Beispiel. Ja, damals gab es noch DVDs. Dann weiß ich, das ist eine Stunde Arbeit für mich. Eine Stunde in dem Wetter draußen rumlaufen. Also das hat einen ganz, ganz anderen Gegenwert, als wenn ich jetzt nur sage, das sind 5 Euro. Weil du eben etwas mit diesen 5 Euro verbindest. Und deswegen, wie gesagt, liebes Münchner Wochenblatt, du hast mir weitergeholfen, weil du eben letztendlich auch dadurch mich finanziell gebildet hast und dadurch eben auch mich persönlich weitergebracht hast, indem ich sage, hey, ich weiß, das Geld besser zu schätzen. Und deswegen hat man es gebracht und würde ich bei meinem Junior genauso machen. Schauen wir mal die nächste Station an. So, ja, jetzt sind wir hier angekommen und ich bin ein bisschen geschockt. Hier war eigentlich der Supermarkt, in dem ich früher gearbeitet habe. Und hier Pfandflaschen sortiert habe, an der Kasse gearbeitet habe. Da gab es ungefähr 7 Euro die Stunde. Ich würde jetzt gerne reingehen mit euch, aber den gibt es nicht mehr. Da gibt es jetzt ein riesen Hochhaus hier. Das Ding war ein einstöckiger Supermarkt, super in die Jahre gekommen. War ein Tengelmann damals, kennt vielleicht einer andere. In Norddeutschland hießen die, glaube ich, Kaiser. Und in Süddeutschland, wo ich herkomme aus München, heißen die Tengelmann. Also von daher, letztendlich wirklich ein Supermarkt, der jetzt hier ist. Das ist jetzt ein Edeka. Und Edeka hat jetzt hier quasi seine Pforten aufgemacht. Aber viel kleiner. Und das Ganze halt in einem neuen Gebäude. Also komplett neues Gebäude. Und ich habe hier gearbeitet. Wie gesagt, ungefähr 7 Euro die Stunde. Auch da, ich rieche noch, wenn ich jetzt hier dran vorbeigehe, so die ganzen Pfandflaschen. Also könnt ihr euch das mal vorstellen. Oder geht mal in euren Supermarkt rein. Und geht einfach mal in die Nähe von dem Lager und ihr werdet die Pfandflaschen riechen. Oder allein dieser Pfandflaschenautomat, wie oft der verstopft war. Und da lernst du halt auch das erste Mal Kundenkontakt. Da war ich 16 und da lernst du auch mal Kundenkontakt. Und Kundenkontakt hat mir auch wahnsinnig weitergeholfen in meinem Leben. Also wie man mit Menschen umzugehen hat, wie man auch mit Problemmenschen zu tun hat. Weil ihr wisst selber, wenn man im Supermarkt da mal auf Leute trifft, da sind meistens auch sehr, sehr gestresste Leute dabei. Leute dabei, die irgendwas nicht finden. Leute, die irgendwie dann eben vor dem besagten Pfandautomat stehen und dann sagen, hey, der Pfandautomat ist verstopft zum 100. Mal oder ich mach's eilig, ich muss jetzt los oder sonst was. Ja, und diese Leute musst du auch irgendwie in den Griff kriegen und auch bespielen und auch bespaßen und nett sein, verständnisvoll, aber trotzdem dich auch selber durchsetzen. Auch da, du hast jetzt erstmal Kollegen. Ich meine, Zeitung austragen ist ein One-Man-Job, aber da hast du auch Kollegen. Das heißt, auch mit denen musst du klarkommen. Und auch das ist eine Sache, die bringt dich extrem weiter. Und die hat mich damals mit 16 auch sehr geformt. Also von daher, auch das, die Geschichte mit dem Zeitung austragen und danach in den Supermarkt mit 16, war super lehrreich. Und jetzt gehen wir einfach mal weiter. So, jetzt sind wir in der Gegend angekommen, da habe ich früher Senioren betreut. Und zwar ein altes Ehepaar, das Ganze habe ich über die Caritas gemacht und da war ich 18 Jahre alt. Und du musst genau 18 Jahre alt sein, um sowas machen zu dürfen. Und das habe ich genau gemacht. Also mit 14 Zeitungen ausgetragen, das war das Mindestalter, wo du das machen durftest. Mit 16 im Supermarkt war auch das Mindestalter und mit 18 dann Seniorenbetreuung. Das war hier ein älteres Pärchen, die waren so um die 90 Jahre alt, waren dement und da habe ich eben bin ich einmal die Woche hingegangen und habe dort quasi für die Caritas diese Leute quasi betreut. Also jetzt natürlich keine Pflegekraft ersetzt, sondern tatsächlich einfach menschlich war ich da. Das heißt, ich habe mit denen Spiele gespielt, das war ein Ehepaar, wo der Mann im Rollstuhl saß, habe den Mann quasi hier ein bisschen rumgeschoben, habe mich mit dem unterhalten, hat mir ganz viele tolle Geschichten erzählt über seine Kindheit und so weiter. Natürlich schwierig, weil sie ein bisschen dement waren und dementsprechend natürlich auch vieles auch nicht mehr Sinn gegeben hat oder sich auch vieles nicht mehr daran erinnern konnte, aber es war eine ganz, ganz tolle Zeit und da habe ich roundabout 11 Euro bekommen dafür pro Stunde und es hat mir aber noch viel mehr gebracht, denn es hat mir vor allem Demut gebracht vor dem Leben. Denn er war zum Beispiel ein sehr erfolgreicher Handwerker früher, sie war Mutter von 2 Kindern, also zu dem Zeitpunkt immer noch Mutter von 2 Kindern, aber eigentlich wirklich ein gestandener Mann, der plötzlich ganz, ganz zerbrechlich war und hilflos und letztendlich zeigt einem das eigentlich, wie schnell auch die Zeit vorbeigehen kann im Leben und wie schnell man sich auch selber entwickeln kann und zwar eben auch zurückentwickeln kann. Dass man die Zeit nutzen sollte und dass man eben auch einiges erreichen kann im Leben, aber eben niemals die Demut verlieren soll. Denn am Ende des Tages oder am Ende des Lebens ist immer die Sache, dass man einfach auch selber, egal wie viel Geld man hat, eben auch mal dasteht oder da sitzt, im Rollstuhl, eine Pflegekraft braucht, angewiesen ist auf andere, menschlich sein muss und dann auch plötzlich ganz verletzbar ist. Und in dem Fall eben eine ganz, ganz wichtige Lektion, die Zeit zu nutzen im Leben, demütig zu sein vom Leben und seine Zeit zu nutzen, ganz wortwörtlich. Und ich weiß nicht, wie es denen heute geht, ob sie noch leben, aber das war eine Sache, die hat mich damals sehr, sehr berührt und auch menschlich sehr, sehr weitergebracht. Wollte ich euch auch nicht vorenthalten.
So, wir sind jetzt in einer ganz speziellen Gegend angekommen, nämlich der Gegend, in der ich nach der Scheidung meiner Eltern aufgewachsen bin. Nämlich, man möchte es kaum glauben, aber ein Plattenbau. Das heißt, wirklich eine Gegend, wo man jetzt nicht unbedingt viel Geld hat. Die Wohnung war recht günstig. Ich war mit meinem Bruder, ich habe einen kleineren Bruder, und meiner Mutter hier in so einer kleinen Wohnung. Ich glaube, die hatte insgesamt, lass es 50 Quadratmeter gehabt haben oder sowas. Ja, und heutzutage wohne ich im Burj Khalifa. Ist natürlich was ganz was anderes, und trotzdem fühle ich gerade sehr, sehr viel Energie hier, weil das war halt einfach auch eine Zeit, da hatten wir nicht viel. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel irgendwie die Leute filmen oder sowas. Wir hatten nicht viel, aber es war trotzdem cool. Wir sind campen gegangen im Urlaub nach Italien, nach Österreich oder sowas, sind nie irgendwie weggeflogen, hatten nie viel Geld, haben auch wirklich jeden Tag immer gekocht. Also meine Mutter hat sich da wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, auch uns wirklich eine tolle Kindheit zu machen. Aber es war halt trotzdem auch ein Kampf so ein bisschen, sich da rauszukämpfen. Und meine Mutter, aber auch mein Papa, die haben sich ganz, ganz liebevoll um uns gekümmert als Kinder, und auch zu meinem Papa noch einen ganz tollen Kontakt. Von daher, das Ganze war jetzt nicht komplett am Rand der Existenz, aber grundsätzlich natürlich schon eine Sache, die einen belastet hat, weil natürlich andere Kinder, die dann irgendwie, keine Ahnung, auf diese Schellen geflogen sind zum Urlauben, ja, die hatten es halt einfach. Oder die hatten ein Haus mit Garten und Pool, und wir hatten halt so eine kleine Wohnung hier. Nichtsdestotrotz, diese Energie, die es mir heute einfach gibt, wenn ich hier sehe, okay, man kann sich eben auch aus sowas hier hocharbeiten. Und wie gesagt, ich komme hier aus dieser Wohnung. Ich habe noch mein Kinderzimmer vor meinem inneren Auge, und heute wohne ich im 63. Stock des Burj Khalifa. Und das ist halt einfach auch so eine Sache, die gibt einem unfassbar viel Energie. Und das hat mir, glaube ich, damals auch geholfen, weil ich eben auch da gesehen habe, hey, das Leben ist nicht immer nur Zuckerschlecken oder sowas, sondern ohne Geld wohnst du halt in so einer Wohnung. Und nicht in einem Haus mit Pool und Garten, sondern halt eine Wohnung, die relativ klein ist, wo es eben auch mal teilweise Probleme geben kann, wenn du mit deinem Bruder dich mal nicht verstehst oder sowas, dann bist du halt auf engem Raum. Und das ist halt einfach so eine Sache, ja, die hat mich gestört. Und da habe ich mir halt auch wieder vor dem inneren Auge vorgestellt, wie ich mal mir ein eigenes Haus erarbeite mit Pool, mit Garten und vielleicht auch meiner Familie noch Häuser baue. Und ja, heute lebe ich im Burj Khalifa, und das mit den Häusern für meine Familie nehme ich vielleicht auch bald mal in Angriff. Aber wie gesagt, meiner Familie geht es auch gut. Das ist jetzt keine existenzbedrohende Situation oder sowas. Die haben auch alle gut gearbeitet, haben auch alle tolle Jobs gehabt. Aber es ist halt so eine Mittelstandfamilie. Mein Papa hat auch immer noch ein Haus, also von daher auch das. Wir sind jetzt keine arme Familie, aber eben auch keine super reiche Familie. Ja, und wie gesagt, das ist so der Hauptteil eigentlich meiner Kindheit gewesen hier. Und hat einfach auch extrem motiviert. Und von daher, das kann einen tatsächlich sogar mehr pushen, als wenn du in einer super behüteten Familie aufwächst mit einem super großen Haus und super Luxus, und du fliegst jedes Jahr fünfmal irgendwie in Urlaub und immer Malediven oder sonst was. Von daher, das kann dich auch schon wirklich extrem pushen und auch in deinem Charakter stärken und auch in deinem Charakter motivierter machen. Ja, jetzt habt ihr da mal einen Einblick. So, liebe Leute, wir sind angekommen bei der nächsten Station, beim McDonald's Hauptzentrale Deutschland. Und das in München. Ja, und gar nicht weit entfernt von meinem Wohnhaus oder der Wohnung, wo ich nach der Scheidung meiner Eltern gewohnt habe, nämlich einfach hier drüben. Einfach auf der anderen Straßenseite und hier McDonald's Geschäftsstelle. Und heute, ja, gehe ich zwar immer noch McDonald's essen, aber heute habe ich auch McDonald's Aktien. Das heißt, ein Teil davon gehört mir. Und das ist einfach auch wieder eine Sache, wo ich einfach extrem happy bin, dass ich diesen Weg gegangen bin und auch finanziell mich einfach weitergebildet habe, dass ich jetzt sagen kann, hey, von da drüben, wo ich immer als kleiner, etwas moppeliger Junge quasi rübergelaufen bin und mir meine Nuggets geholt habe, habe ich heute einfach Aktien von und profitiere davon, wenn andere kleine moppelige Jungen da über die Straßenseite gehen und hier einkaufen gehen. Also von daher, auch das war vielleicht schon so ein bisschen ein Wegdeut, dass ich quasi gegenüber von McDonald's gewohnt habe, dass ich heutzutage auch McDonald's Aktionär bin. So ist das. So, angekommen am städtischen Hallenbad. Ja, und warum sind wir beim Hallenbad? Und auch hier will ich jetzt die Leute nicht filmen, wenn sie raus und reingehen. Warum sind wir beim Hallenbad? Hier habe ich mein Seepferdchen gemacht. Und das ist auch wieder eine Sache, die mich sehr geprägt hat. Denn Seepferdchen, das war so die erste große Herausforderung im Leben. Ich meine, klar, Kindergarten, da ist man schon mal ein bisschen motiviert in irgendwelchen Tauziehwettbewerben oder sowas. Aber mal wirklich was leisten, wo du auch eine Auszeichnung bekommst. Und zwar etwas, was etabliert ist. Das Seepferdchen, das kennt jeder in Deutschland. Und das habe ich damals gemacht mit 5 Jahren, also vor der Schule. Da habe ich ganz lange drauf hintrainiert. Da bin ich mit meinem Papa hingegangen, der hat mit mir
stundenlang Ringe hochgetaucht und wir sind die Bahnen geschwommen. Und ich meine, die Anforderungen sind ja nicht so schwierig. Aber eben für einen Fünfjährigen ist das schon eine Herausforderung. Und vor allem, es ging um Ehrgeiz, es ging um Disziplin, es ging darum, etwas zu erreichen. Da wollte ich auch meine Eltern das erstmal stolz machen. Denn klar, so Kindergarten und so, alles cool, man ist dann auf die Schule gekommen. Aber man wollte halt einfach mal was Richtiges erreichen und sagen, hey, das ist meine Trophäe und das habe ich erreicht. Und das war tatsächlich das Seepferdchen. Und natürlich auch da, zum Beispiel das Tauchen, das ist mir unglaublich schwierig gefallen. Also das Schwimmen und so, das war kein Problem, aber Tauchen, das war ein Problem. Und da haben wir wirklich viel geübt und mein Papa hat mir da auch wirklich toll zugeredet, hat mich da motiviert. Und das hat einfach auch schon mal die erste Ausdauer gegeben. Es gibt ja auch Kinder, die lernen das Schwimmen tatsächlich erst mit 10 oder 11 oder dann eben auch erst in der Schule. Also das war auch ein großer Schock für mich, dass es eben auch Kinder gab, die erst in der Schule im Schwimmunterricht quasi das erste Mal geschwommen sind. Absolut irre, also überleg dir das mal. Also das ist schon heftig und da würde ich auch sagen, das würde ich bei meinen Kindern genauso machen. Ich will, dass die sofort das Seepferdchen machen, so früh wie möglich, dass sie sofort auch mal mit Wasser in Kontakt kommen. Einfach, dass sie auch selbstständiger werden und eben auch sowas selber schaffen. Das Seepferdchen ist eine ganz, ganz tolle Sache, womit man Kinder eben prägen kann und auch schon mal den ersten Ehrgeiz wecken kann. Von daher auch hier, ich wollte euch auch diese Station nicht verwehren, ein ganz, ganz wichtiger Moment in meinem Leben, wie ich finde. So, jetzt sind wir an meiner ehemaligen Grundschule angekommen, der Samberger Grundschule in München. Eine wunderschöne Grundschule, ihr seht das hier. Gut, ein bisschen Graffiti und so, aber das hat man ja überall. Schaut euch mal diesen wunderschönen Sportplatz an, da hinten geht es noch weiter. Da links, ich weiß nicht, ob das immer noch da ist, war ein kleiner, so ein kleiner Teich mit Libellen und so. Super schöne Zeit, auch super schöne Anlage, super nette Lehrer und das war wirklich so der Grundstein auch logischerweise für meine Schullaufbahn und das war auch eine sehr, sehr tolle Zeit, die mich auch stark geprägt hat, denn zum einen natürlich diese Natur. Also es gibt natürlich auch Grundschulen so mitten in der Stadt, so Stadtzentrum oder sowas, da hast du wenig Grün. Hier habe ich so richtig, ich saß bei den Libellen, habe die beobachtet, war so richtig für mein persönliches Empfinden einfach toll. Also natürlich auch mit Sport, Freunde kennenlernen und so weiter, das war alles super, auch mit Lernen, aber hier vor allem einfach dieser Bezug zur Natur, hier auch wirklich die kleinen Dinge auch in der Pause und so anschauen, auch hier sind wir draußen rumgelaufen, haben mit den Lehrern irgendwie nach Libellen geschaut, haben nach kleinen Insekten geschaut, darüber was gelernt und so, hier rumgetollt. Ja, da wäre ich schon fast emotional, wo ich wieder hier bin, also wirklich ganz, ganz cool. Das, was ich extrem gehasst habe, das war noch hier drin damals, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, Handwerken. Super ätzend. Also ich bin absolut kein Handwerker, ich bin super zwei linke Hände, also unbegabt, was handwerkliche Sachen angeht. Da habe ich immer ganz, ganz schlechte Noten bekommen. Und auch noch eine Sache, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Hier direkt quasi von der Schule einmal über diesen Weg ist ein Hort. Und da bin ich auch tatsächlich hingegangen mit meinem Bruder. Das heißt, nach der Schule dorthin, bis meine Mama uns abgeholt hat. Also auch das eine Sache, da werde ich jetzt auch so ein bisschen emotional, weil das ist auch eine Sache, die sehe ich jetzt zum ersten Mal wieder. Also hier war ich das letzte Mal in der 4. Klasse und sonst nie wieder hergekommen. Da sind wir auch hier, da haben wir Fußball gespielt, haben noch gegen die Wand hier gekickt quasi. Da ist jetzt noch so ein Haus und da war quasi kein Fenster, keine Bank gestanden und so, sondern halt einfach wirklich Hauswand und haben immer gegen gespielt und ja, das war echt cool. Und da ist der kleine Florian damals langgetollt. Auch das, ich meine, meine Mama, die war damals alleinerziehend mit uns und hat uns da dann quasi nach der Schule immer abgeholt. Das heißt, nach der Schule sind wir da hingegangen, haben da was gegessen, ein bisschen gespielt, dann hat sie uns abgeholt. Auch das natürlich, da bin ich auch wirklich super happy, dass unsere Mama da immer so hinterher war und so trotzdem arbeiten gegangen ist, obwohl sie alleinerziehend war. Und letztendlich wirklich eine ganz, ganz auch intensive Erfahrung, intensive Zeit damals. Und dann ging es halt wieder weiter auf die nächste Schule, aufs Gymnasium. Und wie gesagt, ich bin wunderbar durch die Grundschule durchgekommen, habe viele Freundschaften geknüpft, war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und da, wie gesagt, vor allem auch dieser Bezug zur Natur. Ganz, ganz tolle Schule. Also falls ihr mal irgendwie euch überlegt, wo ihr hingehen solltet und mit euren Kindern, damit die auf eine Grundschule kommen, ist ganz cool. Ist auch eine öffentliche Schule. Auch ein wichtiger Punkt. Öffentliche Schule finde ich wesentlich besser als Privatschulen. Aber da erzähle ich euch vielleicht einfach gleich nochmal was, wenn wir dann beim Gymnasium sind. So Leute, wir sind angekommen bei meinem ehemaligen Gymnasium. Und ja, das Thomas-Mann-Gymnasium in München. Es sieht wunderschön aus, nicht, aber es bringt Millionäre hervor. Ich möchte jetzt nicht hier irgendwie so ein Stalker vor dieser Schule rumstehen, deswegen gehen wir gleich mal Richtung Sportplatz, da kann ich dann ein bisschen was dazu erzählen. Aber ja, das hier ist meine Schule, wo ich mein Abi gemacht habe. Wunderschön, nicht wahr? So, jetzt sind wir am ehemaligen Sportplatz angekommen von meiner Schule, da wo ich regelmäßig Teilnehmerurkunden gesammelt habe im Sport. Nein, ganz so schlimm war es nicht, aber es hat nie für eine Ehrenurkunde gereicht.
muss ich auch ganz ehrlich zugeben, ja, alles jetzt super umzäunt hier, auch Kamera überwacht und alles. Also schauen wir uns aber mal ganz kurz die wichtige Frage an. War ich damals ein guter Schüler und würde ich sagen, Schule lohnt sich und man muss in die Schule gehen, um erfolgreich zu werden? Nummer eins, ja, ich war ein guter Schüler. Ich habe auch tatsächlich mich sehr gut immer verstanden mit den Lehrern und so weiter, galt immer so ein bisschen als Streber, war aber auch einfach sehr engagiert. Und mir war es einfach super wichtig, dass ich während der Schulzeit extrem gute Noten schreibe, weil ich wusste noch nicht, dass ich selbstständig werde. Ich wusste noch nicht, dass ich eben auch aus eigener Kraft quasi Unternehmen gründen kann und das Ganze so easy sein kann. Auch mit dem Internet war es damals noch nicht so einfach und alles. Also es war einfach noch nicht so absehbar, dass ich einfach aus dem Nichts mit dem Internet irgendwie ein Unternehmen schaffen könnte. Das war damals einfach noch nicht so. Also ich bin damals zur Schule gegangen, mein Abi habe ich gemacht 2011. Also könnt ihr euch vorstellen, damals gab es noch kein Instagram, kein Facebook und so. Wobei Facebook gab es dann am Ende schon. Aber an sich, es war einfach noch nicht das große Internetzeitalter. Also zumindest nicht für ohne große Investitionen oder man hätte eine Webseite machen müssen, dafür hätte man programmieren müssen und so weiter. Also es war nicht so einfach. Von daher, ich war immer stets bemüht. Gut, das sagt man eigentlich, wenn das im Zeugnis drin steht, dann heißt das eigentlich eher, war nicht so gut. Aber ich war wirklich ein sehr guter Schüler. Ich habe mein Abi damals mit 1,8 gemacht. Nein, mit 1,6. Mein Studium habe ich mit 1,8 gemacht. Abi mit 1,6. Also wirklich sehr, sehr gut. Und habe mich da auch wirklich immer bemüht, dass ich da auch wirklich jeden Lehrer eine persönliche Beziehung hergestellt habe, die mir auch immer gute Noten gegeben haben. Und das war mir einfach wichtig. Würde ich deswegen sagen, man muss unbedingt in die Schule gehen, um erfolgreich zu sein? Nein. Grundsätzlich kannst du auch ohne Schulabschluss sehr, sehr erfolgreich sein. Das zeigen ja auch ganz, ganz viele Menschen, gerade eben auch Leute ohne Schulabschluss, die eben in der Schule immer schlecht waren, weil sie eben zum Beispiel nicht richtig gefördert worden sind, weil sie einfach auch vom Elternhaus vielleicht nicht diese Bildung mitgebracht bekommen haben und so. Kleiner Hinweis, meine beiden Eltern sind beides Akademiker, also die haben einen normalen Job gehabt und so, aber sind jetzt grundsätzlich schon gebildete Leute, die mir eben auch weiterhelfen konnten mit Hausaufgaben und so weiter. Das haben eben auch viele nicht. Das muss man auch ganz klar sagen. Das sind auch unterschiedliche Chancen, die man vom Haushalt her hat und von der Geburt her hat. Und trotzdem schaffen es sehr, sehr viele Leute auch ohne Schulabschluss, ohne akademischen Hintergrund, ohne akademische Familie erfolgreich zu werden. Warum? Weil sie sich gerade deswegen noch mehr durchbeißen müssen durchs Leben und noch realistischer sind. Denn ganz ehrlich, das, was man in der Schule lernt, ist ja gar nicht mehr so das, was man eigentlich in der Realität braucht. Also ich meine, Satz des Pythagoras, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie Architekt wirst oder sonst was, brauchst du es eigentlich nicht. Versicherung, Steuern, wie gründe ich ein Unternehmen und so, das lernst du ja alles nicht auf der Schule. Das heißt, Leute, die jetzt von der Schule nicht diese Bildung mitbekommen haben, können sich selber sowas aneignen, weil sie eben frühzeitig sich schon damit beschäftigen müssen, wie kann ich mich selbstständig machen, wie kann ich selber was auf die Reihe bringen, weil es stellt mich ja sonst niemand an. Also von daher, man muss nicht unbedingt in die Schule gehen, aber ich möchte jetzt auch niemanden dazu aufrufen, dass er seine Kinder nicht mehr in die Schule schickt. Ich meine, das gilt ja eh Schulpflicht, aber grundsätzlich, ich würde trotzdem meine Kinder sehr, sehr gerne noch in die Schule schicken und auch nicht auf irgendeine Privatschule, sondern auf eine öffentliche Schule, weil auch das hat mir extrem weitergeholfen. Denn Nummer eins, Privatschule, da bist du natürlich schon ein bisschen elitär, hast auch mehr Chancen und so, hast vielleicht auch bessere Connections für irgendwelche Praktikas, für irgendwelche Unternehmen und so, aber du hast einfach nicht so diesen gesellschaftlichen Schnitt und da musst du dich auch ein bisschen mehr durchkämpfen. In der Privatschule wirst du verhätschelt und so. Öffentliche Schule, da musst du dich auch so ein bisschen durchkämpfen. Ein bisschen Ellbogenmentalität und so und da kriegst du einfach auch viel mehr vom echten Leben mit. Deswegen ganz klar, ich würde meine Kinder auf eine öffentliche Schule schicken und ich würde vor allem persönlich auch sagen, Schulbildung ist wichtig. Denn grundlegende Sachen wie Reden natürlich, Lesen, Schreiben, super wichtig. Aber eben auch grundlegende Sachen in Biologie, grundlegende Sachen in Mathematik, grundlegende Sachen in Physik und so weiter und so fort. Romane lesen, Gedichtanalysen, so blöd es auch klingt, das bringt dir auch etwas für dein Seelenleben. Von daher, ganz klar, öffentliche Schule positiv und vor allem auch Schule generell sehr positiv. Wie gesagt, muss nicht unbedingt Gymnasium sein, kann auch Realschule sein, Hauptschule, aber ich würde mein Kind unbedingt zu einem Abschluss zwingen. Klar, logischerweise auf eine nette Art und Weise, sodass es das auch selber möchte, aber ich würde sagen, Schule lohnt sich. Ja, definitiv. Aber du brauchst es nicht, um Millionär zu werden. So Leute, jetzt sind wir an einem ganz besonderen Platz angekommen. Nämlich in dem Fall, ja, der Platz, wo ich das allererste Mal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Dreck gefressen habe. Nämlich hier bei unserem ehemaligen Schlittenberg und klar im Winter und im Sommer wunderschön zum Fußballspielen hier. Rumtouren, alles mögliche rumgetobt, im Gebüsch versteckt mit meinen Freunden, mit meinem Bruder und so weiter und so fort. Ja, und eben auch mit meinem Papa, meiner Familie, meiner Mama und so hier auch gespielt und war wirklich super schön, aber ich habe hier auch Dreck gefressen. Und an diesem Baum stand ich auch schon vor, ja, heute bin ich 32 Jahre alt, da stand ich auch schon mit 3 Jahren, 4 Jahren. Da waren wir immer hier, egal ob Sommer, Winter, Herbst, Frühling, ganz egal. Und jetzt, wie habe ich hier Dreck gefressen? Kleine Anekdote, ich war 6 Jahre alt, hatte mein erstes Fahrrad
und fühlte mich natürlich wie der König der Welt. Das war auch ein Pegasus-Fahrrad, das heißt das Pferd mit den Flügeln, ne, was sich ja fortbewegt und mutig ist und so. Und ich stand hier oben, genau an dieser Stelle, wo ich jetzt gerade stehe. Und da unten stand meine Mama mit meinem Bruder und ich hier oben mit meinem kleinen Kinderrad mit Rücktrittbremse. Ich schaff das, ich fahre hier voll Karre runter und Mama, schau mal, bin da runter gerast. Auf der Hälfte der Strecke wurde es mir zu schnell, Rücktrittbremse reingehauen und ich habe mich überschlagen. Ohne Witz, ich hatte Gras im Mund. Und auch das, ihr seht's, ich kann das jetzt mit einem Schmunzeln erzählen, weil es eben in dem Moment war es nicht lustig, ich habe geheult wie die Sau. Also von daher, ich war sehr mutig als Kind, aber auf der anderen Seite, das tat auch vollkommen weh. Ich war auch total perplex, also stellt euch das mal vor, als 6-jähriger Junge. Ja, aber es war eben auch eine sehr, sehr schöne Zeit und auch eine tolle Lehre, nämlich mutig zu sein. Ich sage euch ja immer, den Mutigen gehört die Welt und das fängt auch schon im Kindesalter an. Es ist auch wichtig, dass man als Kind schon bereits Mut entwickelt. Man sollte natürlich nicht übermütig werden. Man soll schon immer noch eine gesunde Angst und auch einen gesunden Respekt vorm Leben haben. Also klar, wenn man jetzt immer voll Karacho irgendwelche Klippen sich unterstützt, macht nicht so viel Sinn. Aber mutig sein. Das gilt sowohl beim Investieren als auch hier, wie gesagt, beim Schlittenberg und auch grundsätzlich bei allen möglichen Bedingungen, wo ihr im Leben seid, wo man sagen kann, hey, das ist eine Situation mit einer Chance, aber auch mit einem Risiko. Soll ich die Chance ergreifen? Ja, solltest du. Natürlich immer in Abwägung zum Risiko. Aber jetzt nur zu sagen, hey, es besteht ein minimales Risiko, deswegen gehe ich sie nicht ein, das ist auch nicht so schlau. Also von daher, das hat mich so ein bisschen gelehrt. Nutzt das Risiko, aber sei auch nicht zu übermütig und schätzt das Ganze immer richtig ein. Also Chancen-Risiko-Verhältnis immer abwägen und vor allem trotzdem mutig sein. Man hat nur ein Leben, dementsprechend Respekt vor dem Leben haben, aber eben auch das Leben leben. Und tatsächlich eben auch Chancen und Nutzen eben immer in den Fokus setzen. Ja, und von daher, ihr seht es, ich kann darüber heute sehr, sehr lachen. Es ist auch eine schöne Anekdote von damals, aber ich werde einfach wirklich an diesen Plätzen, wo ich jetzt so lange nicht mehr war, einfach so ein bisschen, ja, auch emotional. Von daher, ich genieße das jetzt hier noch so ein bisschen, aber wie gesagt, seid mutig, den Mutigen gehört die Welt und genießt das Leben und nutzt vor allem auch die Zeit und geht auch Risiken ein. Thank you.